Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Abend. Da, jetzt ist es also passiert. Man hat Sie mir anvertraut. Sie, die erste eigene Live-Show im Fernsehen, von der jeder so insgeheim träumt. Und ich muss Ihnen gestehen, ich bin ein ganz klein wenig aufgeregt. Denn bisher stand ich ja nur immer als Sänger oder Schauspieler in dieser berühmt-berüchtigten Schusslinie. Und heute stehe ich nun da als Showmaster in der Gesellschaft so viel prominenter Kollegen. Aber ich habe einen nicht zu unterschätzenden Vorzug. Ich habe nämlich einen viel breiteren Rücken als alle anderen. Und das ist, glauben Sie mir, manchmal sehr nützlich. Ich möchte nun heute in meiner ersten Live-Show versuchen, das zu tun, was ein altes russisches Sprichwort so formuliert. Gewinne neue Freunde, aber verliere die alten nicht. Und das ist sehr schwer. Und ich kann nur hoffen, dass es mir gelingt. Aber noch etwas anderes ist sehr schwer, nämlich aller Anfang. Und das war mein großes Problem heute. Wie fange ich meine erste Show an? Und da habe ich zuerst ein bisschen Spionage getrieben. Ich habe über den Zaun geguckt, um zu sehen, wie es die Nachbarn machen. Wie fängt man eine solche Show in einem anderen Lande an? Wie macht man so etwas, zum Beispiel in Wien? Auf Wienerisch find die Diskur nicht schwer. Zuerst einmal muss der Walzer her. Dann tanzende Paare und Kerzenschein. Schon stimmen auf Wien sich die Herzen ein. Und die, die gehen, wie's Wiener gern sehen, in alten Livreen herum mit Wein. Dazu, weil ich gern an der Tafel sitz, a Schnitz und a Weicher, a Tafelspitz. Sollt damit ein Pluspunkt zusammen sein, dann baum a heut schwind noch die Schrammen ein. Schütt bloß noch a Schatzel, a herziges Katzel. Es gibt kein Ersatzel für Frauen aus Wien. Wo kommst auf einmal du her? Ich hätte geschworen, du wärst in Wien. Ich bin genau wegen dieser Schau hier wie du in Berlin. Sag, hast du Zigaretten? Nein, so ein Zufall, heißen Dank. Ehre kann Schmied, das probieren wir doch schon 10 Tage lang. Amerika, du hast es besser, das stellte auch schon Goethe fest. Und das gilt natürlich auch fürs Fernsehen. Ein Amerikaner braucht für seine Show das beste Publikum der Welt. Und wenn er es einmal nicht hat, weiß er sich sehr geschickt zu helfen. Er lässt sich nämlich den Beifall vom Tonband einspielen. Und in Amerika, da könnte meine Show zum Beispiel so anfangen. Erst hört man eine Stimme, die sich anhört etwa so wie die vom Berge Sinai. And now, the Ivan Rebrov Show. Es sucht mich in der Finsternis ein heller, greller Strahl. Wird mich finden, ganz gewiss. Fand mich jedes Mal. Wo bleibt das Licht? Sieht man mich nicht? Ich sitz ganz allein an der Bar. Sind an keiner Bar der Welt die Hocker sehr bequem. So schwer es einem fällt, man hält das Gleichgewicht trotzdem. Ich senk den Blick ins Bargetränk wie Freddy heimatlos. Es scheint, als ob ich rauch und denk. In Wahrheit rauch ich bloß. Spät aber doch kommt nun ein Gast. Der Beifall erschlägt in Fahrt. Sie lächelt nur, sagt keinen Ton, beschränkt auf stummes Spiel. Die Kurve nur, die sagen schon den Männern ziemlich viel. Doch dann sagt sie das eine Wort, zwei Silben, Inhalt schwer. Sie legt in dieses kleine Wort die Seele und noch mehr. Hello. Und jeder Mann, der sie erblickt,
sick. Hello. Das gibt es so nur in Paris. Ach so, ein Mann in dieser Stadt. Genießer und auch Spießer sehen sich niemals daran satt. Revue ist der totale Sieg der Frau. Revue, hier stiehlt sie jedem Mann die Schau. Wer die Revue für tot erklärt, wer ist, dass sie nicht tot zu kriegen ist. Worauf beruhte nur der Zauber der Mixtur aus einem Hauch Parfum, aus Flitter und Flöresen, aus Schönheit, Sex und Sekt? Wer hat sie bloß entdeckt? Ich glaub, mit Logik ist das Rätsel nie zu lösen. Was blieb, war die Revue. Gestört hat es sie nie, ob nun die Linken oder Rechten Frankreich lenken. Sie wird, wie ich das sehe, so frisch wie eh und je im Jahr 2000 noch die schönen Beine schwenken. Zeigt sie ihm, was er nicht hat. Und was er hat, ist nie so schön. Wer möchte dich zum Beispiel einen Striptease machen sehen? Oh, sag das nicht. Ja, das macht müde Männer wach. Hör auf, wir kriechen sonst den größten Krach. Zieh dich mal wärmer an, statt aus, mein Kind, weil wir jetzt gleich in Russland sind. Präsentieren, ehe ihn die vom zweiten Fernsehen engagieren. Unterwegs kam der Bär jedoch in Rage. Wenn ich mich nicht irre, war es wegen seiner Gage. Wahre Bärenkräfte hat ein Bär ja unbekannt. Nur ein linker Haken und ich flog vom Schlitten. Hey, 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 hey. Sag, wie konnte das passieren? Tja, dein Auftritt ist dahin. Der da kann sich gratulieren, dass ich so ein Tierfreund bin. Doch die Sorge, die ich hatte, wie ich diese Show beginn, steht jetzt kaum noch zur Debatte. Denn wir sind schon schön. Ja, meine Damen und Herren, jetzt bin ich also, wenn auch über Umwegen, genau dort gelandet, wo Sie mich ohnehin von Anfang an erwartet haben, nämlich in den Armen meines geliebten Mütterchen Russland. Und ich werde Sie auch nicht enttäuschen, ich werde Russisch singen, ich will Russisch singen und vor allen Dingen, ich muss Russisch singen. Warum?
Sehen Sie, das Wort Kalinka. Kalinka ist nicht der Vorname eines hübschen jungen Mädchens, nein. Kalinka heißt nichts weiter als Wacholderbeere. Genauer gesagt, das kleine Bärchen, das Wacholderbärchen. Na nur, wenn ich das auf Deutsch singen sollte, dann würde sich das so anhören. Wacholderbärchen, 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 du meiniges. Ich meine, ich habe ja nichts gegen einen köstlichen Wacholder. Aber das wäre mir doch ein bisschen zu albern. Da bleiben wir lieber bei der Originalsprache. Da klingt das viel schöner. Es ist angenehmer, auch aus der Kehle zu quellen. Und es hört sich schöner an, dieses Kalinka. Dankeschön, meine Damen und Herren. Eine Live-Show, das heißt also eine Direktsendung wie die meine heute, ist natürlich eine herrlich anstrengende und eine wunderbare Sache, denn man weiß ja nie, was im nächsten Augenblick passiert. Es können so viele unvorhergesehene Dinge passieren. Es kann mir zum Beispiel ein Scheinwerfer auf den Kopf fallen oder vorhin hätte mir in Kalinka ein Ton wegbleiben können oder die Kamera fällt aus oder ein Star wird krank. Sehen Sie, und ich habe es vor der Show gar nicht glauben wollen, als man mir gesagt hat, dass die Anna Moffo im Krankenhaus liegt. Dann habe ich mich aber selbst überzeugt, ich habe sie angerufen in Rom im Krankenhaus und habe ihr gute Besserung gewünscht. Und sie lässt sie alle herzlich grüßen und sie bedauert es sehr, dass sie heute nicht hier sein kann. Aber sie hat mir fest versprochen, dass sie am 8. Juli in meiner nächsten Show dabei sein wird. Ja. Und jetzt freue ich mich ganz besonders auf eine Ansage. Ich möchte nämlich eine Künstlerin vorstellen, die Sie alle sehr gut kennen, die auf den Bildschirmen allerdings eine Art Seltenheitswert besitzt.
Es ist eine der letzten wirklichen, echten, großen Damen unserer Zeit. Wissen Sie, man redet so furchtbar viel von russischer Seele. Im Grunde genommen weiß, glaube ich, kaum einer, was das ist. Sie aber weiß es, denn sie hat eine. Es ist Olga Tschechowa. Ja. Und zusammen mit Almut Eggert, Erich Fiedler und Jo Herbst wird sie Ihnen einen kleinen Einblick gewähren in diese unergründlichen Tiefen dieser russischen Seele. Sie müssen sich vorstellen, das alte St. Petersburg etwa um 1900 herum. In ihrem Salon sitzt eine sehr attraktive Witwe. Sie hat den Besuch eines Herrn, der sie heiraten möchte. Und sie sagt zu ihm die inhaltsschweren Worte. Trinken Sie noch etwas Tee, Stepan Stepanowitsch? Ja, bitte, Olga Alexejewna. Ach, Verehrteste, es gibt eine Sache, die meine Seele liebt. Das ist das Teetrinken. Und es gibt eine Sache, die meine arme Seele hasst. Das ist das Abwarten. Ja, ja. Verstehen Sie mich, Olga Alexejewna? Wie sagt das Sprichwort? Wer zu sehr eilt, über den lachen die Leute. Aber wer spricht denn von Eilen? Eilen bringt nichts ein. Ein hübsches Vermögen habe ich mir gemacht mit Filzpantoffeln. Aber hingebe ich gerne die Hälfte, wenn ich hier alle Tage mit Ihnen sitzen könnte. In Filzpantoffeln. Verstehen Sie, Olga Alexejewna? Trinken Sie noch etwas Tee, Stepan Stepanowitsch. Diese Ruhe, dieser Frieden. Was ist das? Ein junges Paar, erst 4 Wochen verheiratet. Oh. Beruhigen sich, mein Täubchen. Ach, beruhigen sich, diese mein kleines, zartes Häschen. Dieses Untier. Beruhigen Sie, dieses Untier. Das ist Stepan Stepanowitsch, mein Besuch aus Novgorod. Strasvidje. Ich bin auch aus Novgorod. Oh! Ist das Ihr Zukünftiger? Ja, ja. Aber sagen Sie, was war denn los? Hat er Ihnen nicht ein Schimpfwort wie blöde Gans an den Kopf geworfen? Nicht nur das, die Gans hat er mir an den Kopf geworfen. Eine ganze Gans? Eine gebratene. No. Was? Los, los, gehen Sie rauf. Sagen Sie dem sauberen Herrn die Meinung. Ich? Na, wer denn sonst? Ein anderer Mann ist leider nicht hier. Leider? Ich muss doch sehen. Los. Bitte schön. Ja. Tut mir leid, er muss sich mit diesem Ungeheuer abgeben. Frau, was gibt es hier? Wer? Stepan Stepanowitsch, er atmet ihn ein und aus. Wen? Ihren Nikifa. Das ist ein ganz unmöglicher Mensch. Wieso ist? Er war's, möchte ich hoffen. Sie haben ihn doch zerschmettert. Das... Fast, ich verfehlte ihn beim entscheidenden Schlag und fiel gegen die Lampe unter dem heiligen Vassili. Och, Sie bluten ja. Ja. Ich bring gleich ein Pflaster. Oh, was passiert? Wie schade. Was ist schade? Dass Sie nicht mehr frei sind? Nun ja. So? Oh. Olga Alexejewna? Ja? Ich habe mich entschlossen, meinen Mann... Nikifor Platonowitsch zu verlassen. Gratuliere! Gratuliere! Ich fahre zu meiner Mutter. Nach Novgorod! Nach Novgorod? Oh. Der Koffer ist schon gepackt, er steht leider noch oben. Ja. Gehen Sie, holen Sie den Koffer. Novgorod! Ein Fall für Stepan Stepanowitsch. Ein Fall von Stepan Stepanowitsch. 2 Eimer Kartoffeln hat er die Treppe hinuntergekippt, als ich kam. Und mein Koffer? Ich bin bereit. Na also. Ich bin bereit, der Dame einen neuen Koffer zu kaufen. Zu kaufen? Geld hat jeder. Mut macht erst den Mann. Aber ohne Waffe? Ja. Wie Sie wissen, war mein verstorbener Mann oberster Gardehusan. Oh, so. Hat er in dieser Aufmachung auch Koffer getragen? Los. Oh nein, jawohl! Wo ist meine Frau? Sie
ins Novgoroder Provinzflitzchen. Hier werde ich es zeigen und diesem Popanz mit der Clownsmütze auch. Was haben Sie gesagt? Clownsmütze? Ist es auch der Säbel eines Clowns? Tscherkessenblut hat er vergossen. Ganze Gebirgsbäche. Auf kalmückische Steppen. Zwerge war er schon immer. Scharf! 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 Gnade! Olga Alexejewna, Gnade! Stepan Stepanowitsch! Ich habe den Koffer geholt! Oh! So! Dann tragen Sie den Koffer der Dame zum Bahn. Mehr als das! Ich werde Sie sogar nach Novgorod begleiten. Das Petersburger Klima ist mir zu rau. Zu rau? Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit, Väterchen. Das war eine tolle Idee von dir und so geschickt eingefädelt. Jetzt können wir endlich die Komödie lassen. Setz dich, darauf müssen wir trinken. Ich glaube, die sind wir für immer los, die zwei. Die drei. Ja, meine Damen und Herren, das also war russische Säle. Ich habe Ihnen am Anfang meine sehr charmante Partnerin nicht vorgestellt. Sie haben sie sicherlich alle erkannt, aber ich möchte Kavalier sein und es formvollendet nachholen. Es ist Dagmar Koller. Plötzlich stehen wir uns gegenüber. Lange habe ich dich nicht gesehen. Ich wünschte dich her, jetzt freue ich mich sehr. Doch du bleibst für mich so fremd, als wäre damals das nie geschehen. Dich habe ich nie vergessen. Doch du fragst mich nur, was ich hier tue. Dich seither so verändert, dass ich neben dir steh, merkst du kaum. Wir zwei sind allein, dein Blick sagt mir nein. Du möchtest, dass ich jetzt glaub, dass damals das war nur ein Traum.
wenn ich einmal reich wär. Alle Tage wär ich wie die Wupp, wär ich ein reicher Mann. Aja, bräuchte nicht zur Arbeit. Wäre ich ein reicher wie die Wupp, Diddle, 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 Mann. Wer ist denn der? Ich glaub, dass er hier der einzige Milchmann war bisher. Er war es denn, ab heute gibt es einen mehr. Wer ist denn der? Ein Milchmann mehr. Das ist heller Wahn hier in dieser kleinen Stadt. Hier wird mit Ach und Krach kaum der eine satt. Ich möchte den Geschäftsmann sehen, der vor Freude weint über neue Konkurrenz. Man grüßt sich und man wünscht sich die Pestilenz. Könnt er nicht Tierarzt sein? Von mir aus sogar der Zar, Synagogendiener auch. Ein Milchmann muss er sein, nämlich den ich gar nicht brauch. Wenn ich einmal reich wär, auch 5 Töchter habe ich gezählt. Herr, das hat mir gerade noch gefehlt. Wenn ich einmal reich wär, auch 5 Töchter, alle sind schon groß. Herr, wie bring ich meine dann hier los? Sie sind ein Milchmann, wie mir scheint. Welcher Scharfsinn, Sie durchschauen mich sofort. Nur hier auf Besuch sind Sie sicherlich, hä? Das ist ein Irrtum, teurer Freund, denn als Milchmann bleibe ich in diesem Ort. Irrtum Ihrerseits, denn hier bin schon ich, ja. Jetzt sag ich Ihnen etwas, weil ich hier doch schon immer wohne. Darauf falle ich nicht rein. Für uns zwei ist dieser Ort zu klein. Der Feind des Guten war das Bessere immer schon. Der nimmt aber voll das Maul. Ohne Konkurrenz wird man bloß faul. Wenn ich einmal reich wär, unter Garantie, das werden auch nicht Sie in diesem Nest. Sie schon gar nicht, so viel steht wohl fest. Ach, dieser Mensch gibt mir den Rest. Trotzdem werde ich bleiben. Tu was, Herr, vertreibe ihn, sei dieses eine Mal gerecht. Tu was, Herr, dass er nicht bleiben möchte. Eine kleine Sinnflut wäre nicht schlecht. Wenn der fort ist, dann womöglich dann werd ich noch ein reicher Sie wollen sich also tatsächlich hier niederlassen, in Anatevka? In Anatevka? Als Milchmann. Als ein Milchmann. Mhm. Können Sie denn nichts anderes? Wer bleibt schon ein Milchmann, wenn er was anderes kann? Na, Nebbich, wem sagen Sie das? Sie kennen also auch nichts anderes. Das ist es ja gerade. Wollen Sie mich unglücklich machen, mich, einen Vater von 5 Töchtern? Die habe ich auch. Ist das so ein Kunststück? Oh, haben nicht, aber verheiraten. Wem sagen Sie das? Die jungen, heiratsfähigen Männer hier am Ort sind sowieso schon Mangelware. Und jetzt kommen Sie noch mit Ihren 5 Töchtern, wo der Markt ohnehin schon gesättigt ist. Es gibt doch so viel wunderschöne andere kleine Städtchen.
wo überall auch schon Milchmänner sind? Aber nicht ich! Da sollen sich doch die Kollegen den Kopf zerbrechen. Sie sind ein gütiger Mensch. Vater, sollten wir nicht doch lieber von... Du bleibst und wir bleiben hier. Ach so. Aha. Sie, das werden Sie bereuen. Ah, Moment, Sie wollen mich also bedrohen? Ich? Sie bedrohen? Ich kann Sie nur bedauern. Und bedrohen, womit soll ich Sie schon bedrohen? Mit einer Ausweisung vielleicht? Da müsste ich die Obrigkeit bestechen. Und mit was? Mit Buttermilch vielleicht? Nein, ich kann Sie nur bitten. Wollt ihr es nicht doch versuchen? Was denn? Na, die Koexistenz. Ah, eine gescheite Idee. Nicht wahr? So gescheit wie 40 Liter Milch in eine 20-Liter-Kanne gießen. Ach. Sie, ich habe ja nichts gegen Sie. Ich danke Ihnen. Aber sehen Sie mal, in diesem kleinen Ort sind seit so und so vielen Jahren nur so und so viele Menschen, die brauchen nur so und so viel Milch. Und wenn wir beide jetzt davon existieren sollten, dann müssten ja die Leute... Doppelt so viel Milch trinken. Na, nun überred mal einen Zwerg, doppelt so groß zu sein. Moment, wenn einer mehr Milch trinken soll, müsste man ihm überreden, dass er von was anderem würde weniger trinken, oder? Und warum sollte er auf einmal Milch trinken, anstatt Wodka und Bier? Schau, Vater. Heute macht man doch überall Reklame, wenn man mehr verkaufen will. Ja, und wenn mehr Milch verkauft wird, könnt ihr vielleicht beide davon leben. Sieht das jetzt gar nicht so dumm, oder? Ja. Na, und wie stellt ihr euch das vor, hä? Naja, zuerst müsste man so einen Spruch erfinden wie Milch ist ja so gesund. Ja, vielleicht kleine Verse machen über berühmte Leute, die jeder kennt. Na, und wenn diese berühmten Leute gar keine Milch nicht mögen? Sie, man könnte Tote nehmen, wo man nicht mehr fragt. zum Beispiel jenem, wie heißt der? Der Dovid. Der Dovid könnte man nehmen. Warten Sie, man könnte andere nehmen. Den David könnte man nehmen. Zum Beispiel, wie besiegte David diesen? Goliath, den bösen Riesen. Riesen? Das ist heute längst bewiesen. Weil er... Weil er Milch in Massen trank. Milch ist ja so gesund. Na, wir sind begabt. Na. Das Ganze noch einmal. Wie besiegte David diesen Goliath, den bösen Riesen? Das ist heute längst erwiesen, weil er Milch in Massen trank. Ritter Blaubart killte Frauen oft und gern im Morgengrauen. Alles war ihm zuzutrauen, weil er seine Milch nicht trank. Milch ist ja so gesund. Und das nicht ohne Grund. Diese Sinfonie von Schubert hat so lange nur deswegen unvollendet rumgelegen, weil er seine Milch nicht trank. Bach erzeugte 1000 Fugen und dazu noch 18 Kinder. Wie er es schaffte, sieht ein Blinder, weil er Milch in Massen trank. Milch ist ja so gesund. Rothschild machte Millionen, aber die Finanzaktionen fingen erst sich an zu lohnen, seit er Milch in Massen trank. Casanova, dem die Damen schamlos nachgelaufen kamen, fiel erotisch aus dem Rahmen, weil er Milch in Massen trank. Milch ist ja so gesund. Milch ist gegen alles gut, sie gibt neuen Lebensmut. Kein Wodka kann an sie heran. Milch gibt Schwung und Kraft dazu, Milch, das ist der Sach der Kuh. Kein Bier, kein Wein kann reiner sein. Drum kann's auch nicht schaden, einmal drin zu baden. Und Popea Neros Frau, die wusste das schon sehr genau. Milch, ich sag es offen, macht auch nie besoffen. Milch ist ein Naturgetränk, ein herrliches Naturgeschenk. Trink Milch, trink Milch, ab heut. Bedenkt, wie das die Kühe freut. Milch, das ist das Richtige. Lebenswichtiger. Sie ist so weiß wie frischer Schnee, schmeckt kalt und heiß und auch zum Tee. Was halten Sie von der Idee? Wir liefern Sie Tag ein, Tag aus. Freihaus! Wenn wir beide reich sind, weil die ganze große Welt nur noch die Milch bei uns bestellt, alle beide rühren wir doch dann keinen Tropfen Milch mehr an.
Ja, falls Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, meinen Kompagnon im Milchgeschäft noch nicht erkannt haben sollten, ich meine, wundern würde es mich nicht, denn ihn hätten Sie in der Rolle bestimmt nicht vermutet. Es ist, Bart, ab jetzt unser Peter Frankenfeld. Vielen Dank, lieber Peter. Danke dir. Ich muss ihm unbedingt das Kompliment machen, er hätte fantastisch nach Anna Tefka gepasst. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, dass genau im Anschluss an diese Show eine Direktübertragung aus Edinburgh stattfindet. Und zwar wird die Endausscheidung im europäischen Chanson-Wettbewerb übertragen. Aus diesem Grunde möchte ich unserer deutschen Teilnehmerin Mary Rose von ganzem Herzen Erfolg wünschen und ihr die Daumen drücken. Bei der deutschen Vorentscheidung vor 5 Wochen platzierte sich ein junges Interpretenpaar in einem sehr interessanten Kopf-an-Kopf-Rennen auf dem 2. Platz. Und ich bin sehr glücklich, ausgerechnet heute Ihnen diese beiden Künstler vorstellen zu können. Es sind Cindy und Bert. Meine Antwort ist ja. Ja, ich bleibe bei dir. Mir versprichst du so viel und glaubst daran. Unsere Welt, die ist jung. Jung und voll Fantasie. Yeah.
Dank, Cindy und Bert. Vielen Dank. Kennen Sie Radio Erivan, meine Damen und Herren? Ja, ich weiß, Radio Erivan gibt es tatsächlich, und zwar in Erivan, der Hauptstadt von Armenien. Aber es gibt noch ein anderes Radio Erivan, und zwar im Reich der Witze. Und im Laufe der Zeit haben sich sehr viele interessante Geschichten und lustige Witzfragen um dieses Radio Erivan herumgerankt. Und die alle mit einer Frage anfangen, mit einer speziellen Frage an Radio Erivan. Lohnt es sich, einen 8 Jahre alten Fernsehapparat zu reparieren? Radio Erivan antwortet im Prinzip ja, aber das Programm wird auch nicht besser. Oder eine andere Frage. Frage an Radio Erivan. Ist der Blinddarm notwendig zum Leben? Radio Erivan antwortet im Prinzip nein. Aber Ärzte leben davon. Ja. Nun haben wir uns gedacht, es müsste doch eigentlich ganz lustig sein, einmal im Fernsehen zu zeigen, wie dieser Radiosender Erivan eigentlich aussehen könnte, der täglich ein so reichhaltiges Programm ausstrahlt. Sie müssen sich vorstellen, meine Damen und Herren, ein super modernes Gebäude, aus Marmor vielleicht. Die Senderäume sind nach den modernsten Errungenschaften der Technik ausgerüstet. Ein vielköpfiger Mitarbeiterstab sorgt für ein erlesenes Programm, in das wir uns jetzt einmal kurz einschalten wollen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist der Radio Erivan mit seinem Nachrichtendienst. Zuerst beim Gongschlag die genaue Zeit. Das war die genaue Zeit. Pardon. Das war natürlich nur der Gongschlag. Die genaue Zeit liefere ich Ihnen sofort nach. Wie spät ist es denn? Guck doch mal nach. Es ist 21 Uhr und 57, 20 Uhr und 57 Minuten. Aber am großen Turmuhrzeiger, da hängt ein Maler. Ein Maler, ist er groß oder klein, der Maler? Eher klein. Na ja, dann ziehen wir mal 2 Minuten dazu. Die genaue Zeit ist es 20 Uhr 59 Minuten und 21 Sekunden. Jetzt die Großwetterlage mit den Aussichten für die nächsten Tage. Eins, zwei, dreifaches Hoch zieht sich von Sibirien direkt über den Ural bis genau nach Wanne-Eickel. Ja, das in der Wüste Gobi lauernde Tief verlagert sich lustlos und löst sich auf als Bodennebel. Und jetzt, meine Damen und Herren, folgen Nachrichten aus Kultur und Wissenschaft. Batschesserei. Am Baikalsee wurde versuchsweise ein Leuchtturm ganz neuer Art in Betrieb genommen. Ein Unterwasserleuchtturm für U-Boote. Wologda. Professor Akankowski, dem bekannten Biologen, ist der epochemachende Versuch gelungen, ein Schaf mit einem Stachelschwein zu kreuzen. Das Ziel seiner Versuche ist ein Tier, das ohne fremde Hilfe Pullover stricken kann. Batschisserei. Professor Mistifizinski, dessen Erfindergeist wir schon als lautlose Knäckebrot und den heizbaren Bettvorleger verdanken, hat unseren Hausfrauen einen uralten Traum erfüllt. Er schuf ein Fleckenwasser, das auch die Flecken entfernt, die von anderen Fleckenwassern stammen. Berlin. Hertha BSC schlug Schalke 04 mit 3:0. Ja. Diese Ansage, meine Damen und Herren, erfolgt allerdings ohne Gewähr. Düsseldorfski. Heute wurde die europäische Schuhmusterschau eröffnet. Meine Größe war wieder mal nicht dabei, wie immer. Das waren die neuesten Nachrichten aus Kultur und Wissenschaft. Und jetzt, meine Damen und Herren, schalten wir uns ein in den großen Sendersaal von Radio Erivan mit der Direktübertragung. Fragen an Radio Erivan. Wir schalten um. Ist
Der große Sendesaal von der Radio Eriwam. Und wieder, meine Damen und Herren, sind einige hundert, ach was sage ich Ihnen, einige tausend Mitbürger mit ihren Sorgen und Nöten zu uns gekommen. Ruhe bitte. Sie wollen uns Ruhe. Die erste Frage bitte. Frage an Radio Eriwam. Mein Hund frisst immer meine Hausschuhe auf. Gibt es dagegen ein Mittel? Im Prinzip nein. Aber Sie können sich rächen. Essen Sie ihm die Hundekuchen weg. Frage an Radio Eriwam. Wird das Fernsehen eines Tages die Zeitung völlig ersetzen? Im Prinzip nein. Denn mit einem Fernsehgerät können Sie sich nicht den... Pardon, mit einem Fernsehgerät können Sie keine Fenster putzen. Verzeihung. Frage an Radio Eriwam. Gibt es in unserer Stadt leichte Mädchen? Im Prinzip nein. Aber wenn Sie eines wissen, geben Sie uns die Adresse. Frage an Radio Eriwam. Macht Wodka trinken dumm? Im Prinzip nein. Oh. Verzeihen Sie die Störung, meine Damen und Herren. Die nächste Frage. Frage an Radio Eriwam. Darf eine Dame einem Herrn ins Gesicht spucken? Im Prinzip nein. Hm. Es sei denn, sein Schnurrbart brennt. Und damit ist die Übertragung, meine Damen und Herren, aus dem großen Sendesaal von Radio Eriwam beendet. Die nächsten Fragen beantworten wir am 8. Juli. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Und jetzt, meine Damen und Herren, schalten wir um in das Musikstudio. Und hier, meine Damen und Herren, ist der musikalische Leckerbissen zum Tee. Wie Sie vielleicht wissen, hält sich seit einigen Tagen die berühmte Primadonna, die Katharina Elisaveta Skandalowskaja, in unseren Mauern auf. Sie hat eine wunderbare Stimme, von der ein Kritiker einmal schrieb, sie ist noch viel besser, als sie klingt. Nun, diese Königin der Nachtigallen hat versprochen, zu uns heute ins Studio zu kommen. Natürlich wird sie nicht alleine kommen, sie wird ihre Stimme mitbringen. Und Herrn Professor Klawiatowski, ihren ständigen Begleiter, natürlich nur am Klavier. Und ach, da ist sie schon, die große Künstlerin, begleitet von Professor Klawiatowski. Liebe gnädige Frau, ich bin geradezu entzückt, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Darf ich Ihnen vielleicht eine kleine Erfrischung anbieten? Vielleicht ein wenig kalten Krimsekt? Ja, oh. Ach, entschuldigen Sie, liebe Frau, das habe ich doch völlig vergessen. Natürlich der eiskalte Krimsekt und das Gold in Ihrer Kehle. Aber, gnädige Frau, eine bescheidene Frage. Würden Sie die Güte haben, unseren Hörern eine kleine Kostprobe Ihres Könnens zu geben? Oh, vielen Dank, die große Künstlerin hat genickt. Und jetzt, meine Damen und Herren, sie konzentriert sich. Jetzt blickt sie herüber auf unseren wertvollen Flügel Steinbach-Uralt, an dem Herr Professor Klawiatowski bereits Platz genommen hat. Sie blickt darüber, sie nickt und gibt ihm das Zeichen zum Beginn. Beim letzten Tunnel Zeitzeichen war es 21:06 Uhr. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, vielen Dank.
In Radio Erivan, da musste man sich mit einem erfundenen Star begnügen. Da geht es mir ja viel besser. Ich habe nämlich die Möglichkeit, Ihnen einen echten großen Stargast zu präsentieren. Karel Gott. Ich bin nur ein Mann, der liebt, der nichts will und alles gibt, der dir nur sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Gehst du deinen Weg allein? Dein Schatten sein und bist du einsam, dann komm zu mir. Komm zu mir in Angst und Not, wenn du irgendwann nicht mehr weißt, als ein Kind, das nach Haus will. Komm zu mir, wenn im Kreis. Die Welt ist rund und Start und Ziel das Gleiche. Hoch vom Himmel strahlt die Sonne weiß, ein Scherbenglas lässt dich den Regenbogen geht weiter mit dem Rad der Zeit. Der Tod ist Zukunft und Vergangenheit. Der Reigen schließt sich und der Letzte kann der Erste sein. Und was kommt da? Wie du gehst, so gehst du durch im Kreis. Und Start und Ziel das Gleiche. Hoch vom Himmel strahlt die Sonne weiß, ein Scherbenglas lässt dich den Regenbogen sehen.
Oh, my God.
Das wäre es also für heute, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Künstlern, die heute Abend bei mir zu Gast gewesen sind. Bei meinen Kollegen vom Schauspiel, bei meinen Kollegen vom Gesang, bei den Damen und Herren des Ballettes und bei allen anderen Kollegen hinter den Kulissen. Ich wünsche Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, noch einen recht angenehmen Abend. Und begleitet von Sergei Jarow und seinen Don-Kosaken verabschiede ich mich nun mit Vecherni Zvon, Abendglocken.
Ramonov.